Es ist 11:55 für viele Jugendliche. Wer kümmert sich um uns? Hi, schön dich zu sehen. Es hat sich durch Corona einiges hier geändert. Das heißt, als erstes musst du dir einmal die Hände waschen, bevor du ins Jugendhaus kommst. So, als nächstes musst du dich hier in die Liste eintragen. Einmal deinen Namen, dein Geburtsdatum, deine Anschrift und so weiter, damit wir im Falle eines Corona-Falls das weitergeben können. Super, ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß im Jugendhaus. Es ist cool, dass wir uns endlich mal wieder im Live sehen und nicht nur durch den Insta-Livestream. Und wir können uns sogar anfassen. Hi Conny, wie geht's dir? Gut, endlich kann ich wieder in den geliebten Club. Zwar mit Einschränkungen, aber immer noch besser als gar nichts. Schön, dass wir wieder kickern können, oder? Ja, so war es voll langweilig. Ja, fand ich auch. Endlich können wir wieder spielen. Endlich wieder Gartengruppe. Jetzt haben wir den Salat. Mmh, lecker. Hallo Tinker, es ist schön, dass das Kiura wieder aufmachen darf. Sag mal, Dini, hast du eine Brille mit? Ich sehe gar nichts. Leider nicht, ich sehe auch kaum was, aber wir müssen ja auf Entfernung bleiben. Ja, kannst du dich noch erinnern, früher? Oh, wie die Jugendlichen da waren, damals? Ja, als die Kinder das noch gespielt haben. Oh, das war toll. Ja, leider haben sie mir nicht gezeigt, wie das geht. Ich versuche das, aber irgendwie kriege ich hier nichts hin. Es wird Zeit, dass wir wiederkommen. Siehst du, früher war noch alles besser. Also ich würde den mittleren Teil, mit dem du was markiert hast, nochmal rausnehmen. Ja, ich bin noch ein bisschen zu negativ. Genau. Okay. Ich bin so froh, dass wir hier wieder im Jugendzimmer endlich wieder Filme machen können. Ich habe richtig Lust, vorher immer alleine zu sitzen und jetzt hier wieder mit coolen Leuten zu sitzen. Aber ich muss weitermachen, der Film muss fertig werden. Jetzt heißt es durchhalten. Ein bisschen geht ja schon was.